Hallo und willkommen bei German Blank in Ärger Reviews. Ja, wie ihr schon richtig gelesen habt, heute mit der besten aus Deutschland stammenden, der besten in Deutschland gebauten Schreckschusspistole, der Röhm RG96. Es ist nach wie vor die beste deutsche Schreckschusspistole, die ihr kaufen könnt. Das ist so. Und einige werden jetzt sagen von euch, du hast da schon mal ein Video davon gemacht und das war doch irgendwie alles nicht so dolle. Ja, dieses Video habe ich auch schon vor langer Zeit gelöscht. Denn auch wir Waffenreviewer sind nur Menschen und sind nicht perfekt. Und da bin ich einem ganz schlimmen Fehler aufgesessen damals und habe mich von Kommentaren da leiten lassen und von der Haptik eines Teils oder von zwei Teilen leiten lassen und habe da, ohne es richtig dann zu kontrollieren, was ich hätte machen müssen, ein Video gemacht. Und das war leider ziemlich großer Mist. Da möchte ich mich auch im Nachhinein für entschuldigen, auch bei Umarex. Und deswegen mache ich jetzt nochmal ein neues Video von dieser nach wie vor tollen Pistole. Und los geht's. Wie gesagt, die Röhm RG96 im Kaliber 9 mm PAK von Umarex. Und ich zeige euch jetzt mal erstmal, wie sie geliefert wird. Natürlich ganz unspektakulär im blauen Plastikköfferchen mit Bedienungsanleitung, Abschussbecher für Pyromunition und die Reinigungsbürste. Zu den Daten. Ich schmeiß schon wieder die Hälfte runter hier. Wir haben hier eine Gesamtlänge von 187 mm, ein Gesamtgewicht von 800 Gramm. Wir haben eine Magazinkapazität von 9 Schuss im Kaliber 9 mm PAK. Und ja, zu den anderen Daten kommen wir jetzt gleich. Schauen wir uns die Waffe erstmal aus der Nähe an. Wir haben hier natürlich einen Nachbau der Heckler & Koch P8 unserer aktuellen Bundeswehr-Dienstpistole beziehungsweise der Heckler & Koch USP. So sieht das Ganze aus. Wir haben hier auf der linken Seite die Aufschrift Röhm RG96, die PTB-Nummer 699. Haben wir hier den Schlittenfanghebel funktionierenden, hier die Sicherung mit Entspannfunktion, zeige ich euch gleich nochmal. Auf der Seite haben wir dann die Kaliberangabe, Made in Germany, Seriennummer und die Beschusszeichen. Hier noch das FREM-Logo, RG96. Griffstück besteht nach wie vor aus Polymer. Hier schön griffig das Ganze. Sehr viele Stahlteile verbaut, gucken wir uns gleich alles in Ruhe mal an. Brünierung ist perfekt ausgeführt. Es gibt da wirklich nichts zu meckern. Ich habe jetzt hier noch die. Seht ihr das? Ich habe hier jetzt noch eine Variante ohne Madenschraube. Normalerweise werden die jetzt mittlerweile mit Madenschraube ausgeliefert. Die ist so ein Stückchen reingeschraubt bis hinter die, so dass die Laufsperre so ein Stückchen drüber steht. Das könnt ihr vorsichtig rausdrehen, das Ganze, wenn ihr das nicht wollt. Das ist halt dem geschuldet, dass natürlich der Schlitten hier sehr, sehr massiv ist, sehr schwer ist und die Knallkartuschen werden leider immer schwächer. Und manche Munitionsarten schaffen es dann nicht mehr, den Schlitten zuverlässig zu repetieren, sodass es da zu Klemmern oder Auswurfstörungen oder ähnlichem kommt. Deswegen bei den neueren Modellen da die Madenschraube, die den Staudruck erhöht. Ne? Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr das Ganze dann rausnehmen vorne und dann euch die Verschlussfeder hier, die Schlittenfeder von der RG88 bestellen und könnt die dann einbauen anstatt der originalen. Die hier von der RG88 ist kürzer, wurde früher auch zu Römzeiten mitgeliefert mit der RG96, sodass man da wechseln konnte zwischen der langen Standardfeder und der kurzen Feder hier für schwächer geladene. Also wenn ihr die Madenschraube vorne entfernen wollt, könnt ihr das tun, aber dann würde ich euch empfehlen, die kürzere Feder der RG88 zu verbauen. Das nur kurz als Tipp am Rande. Zeige ich euch nochmal eben die Funktion. Hier fällt, wie gesagt, der beidseitig bedienbare Magazinauswurfknopf. Dann haben wir natürlich hier linksseitig, nur linksseitig, den Schlittenfanghebel. Hier ist der Entspannhebel, was das Ganze wirklich zu einer wirklich gut und sicher führbaren Pistole für die Selbstverteidigung macht, auch wenn sie sehr groß und schwer ist. Im durchgeladenen Zustand einfach komplett nach unten ziehen den Hebel, dann fällt der Hammer in einen Sicherheitsrast, kann den Schlagbolzen nicht berühren, könnt ihr die Sicherung rausnehmen und könnt das Ganze sicher durchgeladen führen. Wenn ihr es dann benutzen müsst, könnt ihr ziehen und im Double-Action-Modus den ersten Schuss abgeben.
Ja, das ist halt wirklich eine klasse Sache. Zack, Sicherheitsrast. Die Sicherung selber entkoppelt das Abzugszüngel. Hier seht ihr das, so ist es jetzt am Schlagbolzen und so ist die Sicherheitsrast drinnen. Sehr sichere Pistole dadurch zum Führen. Der Abzug selber ist im Double-Action-Modus natürlich ja, kräftig, sage ich mal, aber nicht übermäßig. Es ist also wirklich okay. Und im Single-Action-Modus habt ihr noch ungefähr so einen Zentimeter hier Vorzugsweg und dann bricht der Schuss. Also insgesamt von allen Komponenten her eine Top-Waffe. Auch für die Selbstverteidigung. Bauen Sie mal auseinander. Magazin raus. Dann diesen Hebel hier nach unten. Und dann könnt ihr den Schlitten nach hinten schön und nach oben abnehmen. Und da habt ihr dann die Einzelteile. So, dann gucken wir uns mal die Materialien an. Das Magazin ist natürlich ein Stahlblechmagazin. Hier mit Kunststoff-Magazinschuh. Die Feder ist natürlich Federstahl. Dann kommen wir mal zum Schlitten. Der ist sehr dickwandig gebaut. Nach wie vor, da hat sich nichts verändert. Der ist natürlich Zink, aber wirklich sehr massiv, sehr schwer. Stoßboden ist nicht direkt Stahl. Warte mal. Ne, es ist der sehr breite Schlagbolzen ist natürlich Stahl und wir haben hier vorne im Stoßboden eine Stahleinlage. Was ist das? Eine Stahleinlage, wie ihr seht, ne? Das ist runde um den Schlagbolzen rum, sodass ich da nichts einfressen kann oder verkanten kann. Ansonsten ist der halt aus Zink, aber wie gesagt sehr massiv. Zum Griffstück der Lauf ist komplett Stahl, ebenso natürlich die Laufsperre, ist klar. Der Auswerfer ist Stahl, hier das ganze Abzugsgestänge ist alles Stahl. Verschlussfang ist Zink, der Hammer ist komplett aus Zink, was aber bei der hier nicht weiter schlimm ist, da ja der Schlagbolzen extrem breit ist hier. Da kann also nicht viel passieren. Also die ist nach wie vor noch genauso gebaut wie damals. Viele Stahlteile an den richtigen Stellen. Und ja, der Magazinauswerfer hier ist auch Zink. Genauso wie der Demontagehebel. So sieht das Ganze aus und es ist nach wie vor eine wirklich super robuste und gute Schreckschusswaffe, die auch zuverlässig ist, wenn ihr, wie gesagt, den Umstand bedenkt, dass ihr, ich zeige euch jetzt nochmal die Feder, dass ihr halt statt der langen Originalfeder hier die kurze RG88 Feder einbaut für die normalen Knallkartuschen. Ja, dann zeige ich euch nochmal, wie ihr sie wieder zusammenbaut. Natürlich in der entgegengesetzten Reihenfolge. Verschlussfeder drauf. Dann den Schlitten wieder drauf, na komm schon. Bügel wieder rein. Funktioniert. Also, die RG96 ist nach wie vor eine super robuste, super zuverlässige Schreckschusspistole und in meinen Augen nach wie vor die beste deutsche Schreckschusspistole, gefolgt von der Walther PPQ, wie ich finde, weil die ist auch extrem robust. Hat zwar nicht so viele Stahlteile, ist trotzdem sehr robust und vor allen Dingen sehr, sehr zuverlässig. Die frisst auch wirklich alles, die PPQ. Also wenn ich so ein Ranking machen müsste, beste deutsche Schreckschusspistolen, würde ich sagen Nummer 1 nach wie vor die RG96 und Nummer 2 die Walther PPQ. Das soll es für heute erstmal gewesen sein. Bis zum nächsten Mal bei German Blank & Air Gun Reviews. Ciao Leute!